Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Unsere Kollegin Konstanze Kurz hat den Kamin angeschmissen, hat die besten Kommentare ausgedruckt, die absurdesten Kommentare und wird sie jetzt zum Besten geben. Herzlich willkommen zur Kommentarlesung von Netzpolitik.org aus unserer Kommentarredaktion. Wir haben 400 Seiten Kommentare. Bitte machen Sie sich darauf gefasst, dass sich die nachfolgenden Sendungen um mehrere Stunden verschieben. Netzpolitik.org ist gleich linkes Pack minus Denunzianten-Pack. Genau deshalb gibt es keine Spende für euch. Alle eure an sich guten Artikel, die sich auf den Schnüffelstaat beziehen, sind letztendlich Fake. Die wahre Gesinnung ist tiefrot-grün. Die Mailadresse ist so lustig. Klimaleugner@. Okay. Hallo, Markus, du Bundtroll. Welch klägliches linkes Bäuerchen, über das die Plattforming von Andersdenkenden. Unser kleiner linksextremistischer, trostlos abgerichteter Markus kann nicht mal zwischen rechtsradikal und bürgerlich unterscheiden, ist wohl auch etwas viel verlangt bei einem nicht erkennbaren Bildungshintergrund. Du bist ein kleiner Rotzlöffel, ein Pöbler, mehr nicht. Der letzte Kehricht auf diesem Planeten, der im Schutze der Meute hemmungslos hetzt. Ja, der ist eigentlich auch schön. Ich weiß, dass mein Kommentar für euch Schneeflöckchen nicht schön ist und geblockt wird, aber ihr bestätigt mir dann wenigstens, wie armselig ihr seid. Na, das ist doch auch mal schön. Au, oh, jetzt wird's kompliziert. Au. Oh. Babette meldet sich bei uns. So wie es aussieht beim Durchlesen der Artikel ist nicht männlich, sondern der Singular im Nominativ, die Artikel ist der Plural im Nominativ, verwendet ihr angebliche geschlechtergerechte Sprache. Soll ich den Satz nochmal lesen? Der war bestimmt zu schwer für euch, oder? Den lese ich nochmal. Pass auf, das war ein Satz. So wie es aussieht beim Durchlesen der Artikel. Der Artikel ist nicht männlich, sondern der Singular im Nominativ. Die Artikel ist der Plural im Nominativ. Verwendet ihr angeblich geschlechtergerechte Sprache? Leider ist das nur eine Hilfe für die Durchsetzung politischer und ideologischer Ziele. Wie nur an dem kleinen Beispiel der Artikel, des Artikels, die Artikel zu sehen ist. Dieses Netzpolitik.org ist für mich die Vorstufe zu einer neuen Hitlerstaat. Ich habe 20 Jahre Heise gelesen, jetzt nicht mehr. Ich unterstütze keinen Verlag, der solchen Journalismus, wie Sie betreiben, unterstützt. Einfach widerlich. Natürlich mit die Ehe. Entschuldigung. Oje. Oje, oje, oje. Ja. Lassen wir weg. Okay, wir kommen hier mal hin. Oh. Ah. KannInnen, MannInnen, DieseInnen, MWD, XYZ, SchwachsInnen, BleibenInnen, LassInnen. KannInnen, MannInnen, DieseInnen, MWD, XYZ, SchwachsInnen, BleibenInnen, LassInnen. Scheißseite hier, werden also auch völlig berechtigte Anmerkungen, Ergänzungen und Links nicht veröffentlicht und entfernt, wenn sie den Mods nicht in den Kram passen. Mit den Regeln hat das jedenfalls nichts zu tun. Fuck you, ihr verfluchten Scheiß-Kriegstreiber. Ich wünsche euch von ganzem Herzen 2 Wochen lang. Fuck you, ihr verfluchten Scheißkriegstreiber. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen 2 Wochen lang heftigsten Durchfall. Weil sie mich nicht pünktlich bezahlt haben, müssen sie jetzt doppelt so viel bezahlen. Ich gebe ihnen die letzten 72 Stunden, um die Zahlung zu tätigen, bevor ich ein Video mit ihrer Masturbation an alle ihre Freunde schicke. Was haben wir denn da noch Schönes? Ah, per Mail an Kontakt@. Sehr geehrte Frau PT Konstanze Kurz,
Ich weiß es noch nicht, warum ich ihnen schreibe. Mein innerliches Gefühl sagt mir aber, schreibe ihr. Mit freundlichen Grüßen, Milosch D. Persönlich. Und wieder so eine unnötige NGO. Spenden geht arbeiten. Mail mit CC an Junge Freiheit, PI News und Journalisten Watch. Linksgrün durchseuchte virale Lügenpropaganda. Mit einem neuen Jugendportal will die rechte Szene Anhängerinnen ködern? Echt jetzt? Deutsche Patrioten benutzen keine verweiblichten, verschwulten Genderbegriffe aller Anhängerinnen. Kümmert euch lieber um die verbrecherische Bolschewiki-Antifa. Linksgrün durchseuchte, zugekiffte, zugedröhnte Netzpolitik, Soros, Kastner, Kasaren, Bolschewiki, Sozialisten, Kommunisten, Trotzkisten, Maoisten, Gendergenossen, Gossen, Latrinen, Lumpen, Lügenpresse. Halt die Fresse, Dummpresse, Relotius-Presse, Framing-Presse, Fake-News-Presse. Okay, jetzt bin ich wirklich still. Corona ist ein Witz. Zu den Schäden, was ihr durch Mikrowellen eurer Smartphones abbekommt, die sich durch diese App nochmal verdoppelt. Die Krebserkrankung in naher Zukunft ist euch sicher viel Spaß. In Caps Lock natürlich. Großbuchstaben. Ja, von Sabine K. Aufgrund eures im neuen diffamierenden Framing gehaltenen Beitrages über die dunklen Kanäle der dunklen Anti-Corona-Bewegung mit ihren dunklen Menschen, die Dunkles verbreiten und vorhaben, werden wir davon absehen, ever noch einmal einen einzigen Euro an euch zu spenden, was wir in der Vergangenheit leider getan haben. Wir sind keine Corona-Leugner. Es handelt sich nicht um eine Anti-Corona-Bewegung. Allein das Wort bezeugt Infantilität derer, die es erfunden haben. Es befinden sich nicht, wie von euch fälschlich verbreitet, Tausende von Extremisten in der Bewegung. Eine glatte journalistische Lüge. Auch für euch gilt der Pressekodex. Den würde ich nochmal an die Praktikanten weiterleiten zum Durchlesen und ganz ehrlich nochmal den Fake-Sturm zu thematisieren. Nach dem Motto, die Lüge ist dermaßen dämlich, dass nur noch weiter Lügen geht, bis ins unermesslich awkwarde verzerrt. Kleiner Tipp von mir, damit bewirkt ihr, dass der letzte Depp checkt, dass hier alles Mögliche stattfindet. Bloß nicht die Wahrheit, wie blöde soll man sein? Etwa ein Satz. Guten Tag. Ich habe Ihr Video Jeder Arbeitgeber haftet persönlich bei Schäden durch die Masken auf YouTube gesehen. Wir haben kein solches Video. Von Kevin. Naja. Nun zum Spenden. Wie spendet man euch denn komplett anonym, wenn man nicht in Berlin wohnt und in Covid-19-Zeiten auch nicht allzu gerne einen Abstecher dorthin machen möchte? Ein Brief mit Schein? Viele? Jetzt sind wir am Ende unserer Kommentarlesung und wir müssen unbedingt was hinzufügen. Wir kriegen auch total viele ganz toll freundliche und konstruktive Kommentare und Mails. Das ist kein repräsentativer Ausschnitt. Tschüss.